da sind wir wieder. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund hat OBS gerade so gesagt, nein, ich nehme nicht weiter auf, vergiss es. Und das liegt nicht daran, dass der Festplattenspeicher voll war. Jedenfalls habe ich schon ein bisschen weitergemacht im Dungeon. Wir sind jetzt beim Zwischengegner. Ihr habt eigentlich nicht sehr viel verpasst. Ich glaube, ein, zwei Räume waren das. Ich kann mich gar nicht so genau erinnern. Jedenfalls, da ist er und er sieht nicht sehr freundlich aus. Hi. Da. Ich sehe dich nicht, das macht mir ein bisschen Sorgen. Bleib du einfach hinter dem Baum. Guck mal, ich habe einen Deko-Baum. Oh, das hat besser funktioniert, als ich dachte. Warum habt ihr die alle? Lass es. Komm bloß nicht mit denen an. Wie fliegt sich das so mit einem Flügel? Oder mit gar keinem Flügel? Ja, erstmal kacken. Na gut, dann. Stimmt so. Was macht hier diese Geräusche? Oh, was haben wir hier? Nicer, nicer. So, was haben wir denn hier Schönes? Du hast den Bumerang erhalten. Rufe das Item-Menü auf und lege ihn auf Y, Z oder X und lass ihn fliegen. Bei Objekten, die man treffen kann, ändert sich die rote Zielmarkierung in... Oh! Maximal kannst du 5 Objekte gleichzeitig anvisieren und mit ihm treffen. Wo ist denn der gute Bumerang da? Lass mich raten. Ja? So. Super, haben wir immerhin schon das Item. Es fehlt uns nur der Bossschlüssel und der Bossraum. Lass mich raten, jetzt sind die hier auch kein Problem mehr. Wenn die ihre Flugdinger da nicht mehr haben, erinnern sie mich ein bisschen an den kleinen Deko-Baum. Ja, wer möchte da was? Schön. Guten Fall. So, lass mich raten. Die hier sind jetzt auch kein Problem mehr. Dachte ich mir. Wow. Dann wollen wir mal anfangen aufzuräumen. So, noch jemand ohne Fahrschein. So, der Weg ist frei. Hey, da unten waren wir schon mal. Muss ich mal kurz kratzen, meine Nase juckt gerade ein bisschen. So, gerade da können wir jetzt einfach rüberfliegen. Dachte ich mir. Oh, du hast ein Glücksamulett gefunden. Es wird in deiner Beutetasche aufbewahrt. Man sagt, so wie sich Schmetterlinge auf einer Blumenwiese einfinden, so kommt das Glück zum Träger dieses Amulettes. Aua. Gibt's hier Magie? Ich bin immer so drauf erpicht, dass meine Sachen voll... Alter, diese Türen! Oh, jetzt sind wir hier oben. Buzza! Ah ne, falscher Knopf. Okay, in der ersten. Und wir müssen jetzt nach unten. Dachte ich mir! Ich wusste gar nicht, dass man das Teil in der Luft werfen kann. Da kommt er schon zurück. So, füllen wir uns mal kurz ein bisschen der Magie wieder auf. Der Magie. Mit der Magie werden wir das schaffen. Ugh, nicht in die Plörre. Bitte nicht in diese Plörre. Oh, ciao.
So, was gibt es hier? Boing. So, jetzt ist Feierabend. Kann man die damit auch treffen? Ja. Wunderwaffe. Ist ja wenigstens Ruhe. Buja. So geht's auch. Du hast zwar die Ziele getroffen, die du eigentlich treffen solltest, aber okay. Nein, du sollst die kleinen Dinger hier auch mitnehmen. Dankeschön. So, ach, wieder falscher Knopf. Ich werde es nie lernen. Das ist eine Truhe. Okay, gehen wir mal da lang. Das ist der Rückweg. Oder? Kommen wir da hoch? Nein. Wir können zwar schweben, aber wir können nicht fliegen. So, nachdem wir ein bisschen Rasen gemäht haben, geht es weiter. Ah, okay. Nein. Wir wollen da erstmal rüber. Keine Ahnung, warum ich das Deko-Blatt jetzt immer einsetze. Irgendwie denke ich nie. Oh Gott, das schaffen wir nicht. Gott, hier gibt es dann schon viele Rubine. So, als nächstes. Jetzt können wir das machen. Hui! Au! Wer war das? So viel dazu. So, nächstes. Einmal darüber. Einmal da. Oh, das ist gar nicht weit genug. Das ist nicht weit genug. Na gut, dann müssen wir von da werfen. Das sollte weit genug sein. Oder auch nicht. Jetzt ist es weit genug. Huissa! So, kommt man da auch rüber. So, was ist hier? Eine Truhe ist in der Mitte. Finde ich gut. Gut, gar nichts. Das war witzig. Was ist mit dir? Okay, ich habe nichts gesagt. Aha. So, was ist denn hier lang? Und also, Mami? Gibt es hier irgendwas außer Gras? Gras. Na gut, dann gucken wir uns mal den nächsten Absatz an. Guten Tag, ich möchte gerne hoch. Wäre das einzurichten? Und der so, Mami, wo sind alle? Oh, ich stehe, glaube ich, ein bisschen zu weit weg. Ja. Dann gehe ich da eben so hoch, meine Güte. So, Feierabend. So. Dachte ich mir. So, wo geht's lang? Scheinbar da lang. Okay. Wofür ist das Teil gut? Ah, ich verstehe. So. Rüber hopsen bitte. Wow, nein! Autsch, das habe ich mir verdient. Okay, ich dachte mir, wir müssen die Deko-Bombe nehmen und dann so reinschmeißen. Kann ein paar Versuche dauern. Da kann man hochklettern? Seriously?
Okay, da können wir wieder raus, falls wir da reinfallen. So, holen wir das Seil mal kurz wieder her. So. Gott, ich hoffe, die Bombe hält lang genug. Die hält doch niemals. Die müssen wir von hier. Können wir die von da gleich werfen da rein? Klingt gut. So, will ich auch mal sagen. Hinein. Mal sehen, was uns da drin erwartet. Wow, eine Schatzkarte. Sobald du auf See bist, rufe die Seekarte auf und sieh dir die Schatzkarte an. Siehst du sie mit Hilfe von Y im Kartenbildschirm, leuchtet der Ort auf, an dem der Schatz verborgen liegt. Folge der Karte und nähere dich mit dem Boot deinem Zielpunkt, um den Schatz zu heben. Ja. Ach ja, ich vergesse immer, dass das jetzt dass man sich auf Knopf drucken kann und nicht, wenn es situationsabhängig ist, wie früher. Wo ist der Ausgang? Da ist der Ausgang. Dieses Wasser hier ist wirklich herzallerliebst. Naja, ich schätze, irgendwoher hat der verbotene Hain seinen Namen. Hi. Wärst du so freundlich? Aber wird das auch noch mal was mit dir? Dann eben nicht. Wenn ich will, der hat schon. Mist, wir kommen an den dritten nicht ran. So, jetzt aber. Oder auch nicht. Gut, dann kletter ich ja eben wieder hoch. Ich dachte, das hätte ich mir schenken können. Ich bin doch immer so faul. Also wieder Huf da und... Weil es so schön war. Ah, der hat sich schon selbst anvisiert. Schön. So, jetzt stellt sich die Frage. Was tun? Da ich so faul bin zum Schwimmen. Nehmen wir mal diese Blüte hier als... Wow. Gut, dass uns das keine Magie kostet. So, jetzt machen wir ein bisschen mit Schmackes. Na, jetzt war ich bin leider gerade ein bisschen beschäftigt. Dankeschön. Ganz im Ernst, durch diese Plöre möchte ich nicht schwimmen. So. Ich tanze wie eine Klinge im Wind. Wie? Das erinnert mich irgendwie an Twilight Princess, aber okay. Gerade mit dem noch nicht hoch genug. So, von hier oben geht das doch viel besser. Ich nehme den. Nehme den. 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 Und den. Und ab dafür. Tata! So, mein Masterschlüssel. Du hast den großen Schlüssel gefunden. Er ermöglicht dir, das Versteck des Wächters zu betreten. Rufe mit Hilfe von Steuerkreuz oben den Kartenbildschirm auf und finde ihn und mache ihn in Garaus. Ah, ich dachte schon, es wird zu einfach. Einer ist dem anderen, Jungs. Guck mal, ich habe neues Werkzeug. Alter, schubst du mich etwa? Alter, wie dir mich schubst da hinten? Das ist erstmal meine. Das ist ja wohl klar.
Erstmal du. Du hast da was ich gerne hätte. Dankeschön. Lässt du's? Ich muss doch mal kurz durch, danke. Das. Junge, du hast gerade deinen Kumpel getötet. Und er hat seine Waffe mitgenommen. Ach, die jetzt da hinten geflogen. Mann, ich dachte, das ist selbst kaputt gemacht. Wow. Aber die Herzen können wir gut gebrauchen. Was ist da drin? Wow, noch mehr Geld, das wir nicht mitnehmen können. Oh mein Gott, wir kommen da immer noch nicht durch. Können wir nicht so viel kaputt machen? Nein, gut, dann müssen wir einen Alarmmechanismus finden. Wow, ich bin aber am Kreisgrad. So, da ist eine Tür. Da oben. Packt mir die Nase. Meine Nase ist juckend. Ja, wusste ich doch. Hallo, so. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Uah. Jungs, habt ihr mich erschreckt? Jetzt kommt doch mal da raus. Na gut, dann schwimme ich eben. Die Plörre scheint doch nicht so schlecht zu sein, wie ich dachte. Ist vielleicht ganz gut für ein Tar. Für ein Tar. Dann sind wir wieder hier unten. So, was bringt dieses Teil? Okay. Jetzt sind wir wieder oben. Oh, wo geht's jetzt lang? Dachte ich mir. Da lang. So viele Möglichkeiten gibt's ja nicht. So, mein Weg. Na jetzt, bei Süßen. Aua. Alter, ich gehe mit ihren Dingern hier auf die Nerven. So. Schatztruhe. Hilfe, ich werde verfolgt. Das ist gerade eine Schatzkarte. Nein, ein Glücksamulett. Das lese ich jetzt nicht nochmal vor. Das habe ich heute oft genug vorgelesen. Wenn ihr es unbedingt vorgelesen haben wollt, lest es euch selber vor. So. Hübsch. Hi. Weil ich ein paar Herzen habe und mich verlieren. Sind hier jetzt überall solche Dinger drin? Na gut, dann sammeln wir wenigstens ein bisschen Gelee. Seriously. Oh, Magie. Die werden wir auch wahrscheinlich gut gebrauchen können. Ah, schön, ein Herz. War ja klar. So, gut, wir sind ausgerüstet. Ich denke mal, wir können gehen. Nee? Da ist er! Markus, du lebst! Dir geht's gut! Markus, hinter dir! Markus? D-
sieht aber ziemlich retro-disco-artig aus. Aua. Da hat aber jemand Anfälle. Guten Tag. Ich war gerade zufällig in der Nähe. War ich nicht. Jetzt geht sie wieder los. Kommt sie raus. Da ist sie. Wir müssen noch auf die andere Seite. Da ist noch eine einzige. Meine Güte, das hält sich echt wie Wonne. Natürlich. Was sind die in der Zeit da wieder nachgewachsen? Waren es jetzt alle? Dankeschön. Au. Oh, einmal schlagen reicht. Aber ausgekotzt zu werden, ist nicht gerade meine Favoriten der Art zu sterben. Okay. Lass mich bereit machen. Könnt? Da auf der anderen Seite sind noch welche. Glücklicherweise geht das sehr schnell. Hi, du. Und wenn du mich auskotzt, das ist mir egal. Ich würde daran denken, dass ich keine Fee mit dabei habe. Das ist ziemlich schlecht. Gibt's da was zu heilen? Sonst sind wir nämlich gleich Moos. Kann man da durch? Nein. Warum kann man da nicht durch? Ich sollte vielleicht ein bisschen besser mit meinen Herzen aufpassen. Wir sind sonst gleich Moos. So. Oh, wie unerschrocken mich dabei guckt. Gefällt mir. Wirklich. Müssen nur schneller sein. So. Das war doch jetzt nicht das Problem. Ja, ich spuck mal Chorus wieder aus. Das ist zwar... Oh, das ist Makorus. Yay! Hi, du. Wie geht's dir, kleiner Mann? Was du, dass du mich gerettet hast, Wetterfreund? Ich danke dir. Ich danke dir vielmals. Als mir schwarz vor Augen wurde, da dachte ich, mein letztes Stündlein hätte geschlagen. Aber wie bist du nur bis hierher gekommen, Wetterfreund? Was? Ein Dekoblatt? Aber ja doch, heute ist der Tag der alljährlichen Zeremonie. Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen schnell von hier entkommen. Erstmal das hier. Du hast einen Herzcontainer gefunden. Damit erhöht sich deine Energie um 1. Zusätzlich wird deine Herzleiste wieder vollständig gefüllt. So, hauen wir ab, Makorus. Komm her, Kleiner. Wir gehen. Oh, sorry. Da bin ich kurz gegen das Mikrofon gekommen, als ich meine Flasche zum Trinken aufgemacht habe. Also, hui! Ah, geht doch nicht über einen kühlen Schluck Wasser, wenn es warm ist. Hi, ich hab ihn. Oh, Makorus, du bist wohlauf zurückgekehrt. Es tut mir auch so leid, Dekobaum. Ich weiß, du hast uns immer und immer wieder gewarnt, aber ich war taub. Gräme dich nicht mehr, Makorus. Das nächste Mal wirst du vorsichtiger sein. Hier, das hast du wirklich gut gemacht. Nimm dies hier als Zeichen meines Dankes an. Ich gebe dir, was ich dir versprochen habe. Wollten wir das nicht nach der Zeremonie machen?
Whatever. Ich habe meinen Teil erfüllt. Ich bin glücklich. Du hast Faroris Diamant erhalten. Du hast ihn vom Dekobomb, den Terrorhüter, überreicht bekommen. Ich bete, dass dieser Diamant dir den Weg zu einem guten Schicksal weisen wird. Aber, Makurus, so weine doch nicht mehr. Trockne deine Tränen und erfreue uns wie immer mit deinem fröhlichen Spiel. Du hast recht. Wir müssen umgehend mit der Zeremonie beginnen. Tut mir leid, dass ich euch alle habe warten lassen. Also dann, beginnen wir. Werter Freund Lear, ich werde mir heute besonders viel Mühe bei meinem Spiel geben, um mich dir erkenntlich zu zeigen. Ich hoffe, du findest das an dem Konzert gefallen. Dekobomb, auch dieses Jahr gibt es wieder eine ganz vorzügliche Saat. Mit Hilfe dieser Saat können wir wieder prachtvolle Wälder heranwachsen lassen. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Wir freuen uns schon auf nächstes Jahr. Bis dann und leb wohl. Und dir auch alles Gute, werter Freund. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Später. Ich danke dir wirklich für alles, Lear. Wie hat dir das Konzert gefallen? Wie war mein Spiel? Dieses Instrument hat mir der Dekobomb geschenkt, als ich geboren wurde. Er scheint früher einen Menschen gehört zu haben und es hat viel Übung bedurft, bis ich so gut war, wie ich jetzt bin. Unsere anderen 8 Freunde haben sich alle auf Reisen begeben, um neue Wälder zu züchten. Aber ich und der Alchemist Pioneus bleiben auf dieser Insel. Du bist uns jederzeit willkommen. Würde mich sehr freuen. Gott, das muss ja einsam sein. So. Dann erzählen wir mal dem neuen König von unserer guten Botschaft. Da haben wir schon 2 von 3 Diamants erhalten. Sehr schön. Jetzt noch der 3. und wir haben alle zusammen. Wer bis 13 kann, ist klar im Vorteil. So, dann hauen wir mal ab. Lass uns einfach mit der Strömung treiben. Da. Oh. Der Postbote. Das wackelt hier. Hallo? Hallo? Guten Abend. Ich habe einen Brief für dir. Hier ist der 1. Brief. Ugh. Lieber Lear, die Tatsache, dass du diesen Brief gerade in den Händen hältst und liest, bedeutet, dass du Gebrauch von unseren Briefkästen machst. Wir stehen wirklich tief in deiner Schuld. Ich entschuldige mich aufrichtig dafür, dass wir keine Gelegenheit hatten, dir unseren Dank gebührend auszudrücken. Wir können leider nicht viel für dich tun, aber falls dir jemand einen Brief oder eine Postsendung schickt, werden wir dafür sorgen, dass du die Sachen in einem Briefkasten in deiner Nähe in Empfang nehmen kannst. Sollte der Briefkasten also ungeduldig herumzappeln, wirf doch bitte einen Blick hinein. Ich bin mir sicher, du hast noch eine lange Reise vor dir. Ich habe dem Brief eine Kleinigkeit für dich beigelegt und hoffe, dass sie dir nützen wird. Bitte nimm es als kleines Dankeschön an. Oh. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich dich wieder bei uns begrüßen kann. Ich wünsche dir alles nur erdenklich Gute für deine Reise. Gezeichnet Komoris Vater. Yay, du hast ein Herzteil gefunden. 3 dahin, noch eines im Sinn. Finde noch eins, dann erhöht sich deine Energie um eines. Ja, ich wünschte, wir hätten das aus der verwunschenen Bastion mitgebracht, als wir schon da waren. Hi! Da wurde diese Insel also auch von Ganon überfallen? Er wird doch nicht im Begriff sein, dir seine Macht wieder erstarken zu lassen. Lear, der letzte Diamant verbirgt sich nordwestlich von hier.
Verliere keine Zeit und setze sofort Kurs. Ey, Captain, aber erst in der nächsten Folge. Denn dieser Part ist auch schon wieder vorbei. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Also bis zum nächsten Mal. Und bis dahin sag ich wie...